Die Bergung einer gekippten Zugmaschine eines Abholcontainers sorgte am Montagvormittag ab kurz nach 10 Uhr für eine mehrstündige Sperrung der Verbindungsstraße zwischen Linzingen und Zeisersweier. Beim Kippen der Zugmaschine war die aus Wurzelballen bestehende Ladung aus dem oben offenen Container auf den Fahrbahnrand gekippt. Jetzt läuft das folgendermaßen ab. Die Firma selber besorgt jetzt noch einen Container, besorgt noch einen Minibagger, sodass der Container leer gemacht wird. Und wenn er leer ist, dann wird er mit Hilfe von zwei Vierachser Bergelifts, also LKW-Schlepper, wird er dann aufgestellt. Und ja, dann denke ich mal, dass das alles so relativ zügig geht, wenn er dann leer ist und wenn unsere Schlepper dann da sind. Aber erstmal kommt die Polizei, nimmt das alles auf. Und wenn die dann fertig sind mit ihren Aussagen und alles, dann werden wir halt an die Arbeit gehen und alles machen. Der 60-jährige Fahrer, der alleine am Unfall beteiligt war, wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache wurde ein technischer Mangel geltend gemacht. Offensichtlich waren, während der Abrollcontainer durch die enge Haarnadelkurve bergaufwärts fuhr, zwei Federn gebrochen, was zum Umstürzen der Zugmaschine geführt hatte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Während der gesamten Bergungsarbeiten war die Verbindungsstraße zwischen Linzingen und Zeisersweier bis in die frühen Nachmittagsstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.